Das ist so. Peter Pichnicek ist Fachkraft für Wach- und Sicherheitsdienst. Filmaufnahmen sind an seinem Arbeitsplatz nicht erlaubt. 8 bis 12 Stunden dauern seine Schichten. Mal tags, mal nachts, mal am Wochenende. Es ist sein Traumjob, auch wenn er weniger als 1000 Euro verdient. Würden Sie sich selbst denn als arm bezeichnen? Ja, könnte man fast so sagen. Ich will jetzt nicht sagen arm, ich denke mal, da gibt es noch was Schlechteres als wie mich. Aber im Großen und Ganzen, wenn man, sage ich jetzt mal, eben was machen will, da kann man schon sagen, ist arm. Weil man fährt wirklich, sage ich jetzt mal, zum größten Teil nur auf der Arbeit, fährt vielleicht noch zu dem hin, was man gerade machen kann. Und das war dann eben halt. Also Sie wollen gar keinen anderen Job, sondern Sie bräuchten einfach mehr Geld? Richtig. Das wär genau das Richtige. Und dass das, was wir machen, auch anerkannt wird, auch in der Gesellschaft, weil das ist ja auch so eine Sache. Es wird ja immer ziemlich viel gesagt, so, ja gut, arbeitet im Sicherheitsdienst, man sitzt da ja nur dumm rum, aber ich sage jetzt mal, das Fachwissen, das, was man dafür braucht, das ist schon nicht gerade wenig. Ja? Wo ist das denn? Es gibt auch Monate, wo ich absolut mein Konto überziehen muss. So wie ich es jetzt im Moment habe, wo ich mit, sage ich jetzt mal, gerade 600 Euro Minus stehe. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass peinlich ist, ist nun mal halt so, aber ich sage jetzt mal, manchmal ist das schon ein bisschen nervig. Ich sage jetzt mal, wenn man da dran zieht, andere Leute, die fahren in Urlaub. Und unser einer, sage ich jetzt mal, der bleibt den ganzen Sommer über zu Hause. Das ist traurig. Zurück in Essen, große Pause in der Katernberger Kantschule. Torben und Sören Salewski sind jetzt in der 4. Klasse. Viele Mitschüler stammen aus Migrantenfamilien. Die Lehrer der Kantschule geben sich besonders viel Mühe und sind für ihr Aktivierungskonzept und Kulturförderprogramm bereits ausgezeichnet worden. Die Salewskis schicken ihre Söhne hierhin, damit sie viel lernen und weiterkommen. Bei günstigen Angeboten gibt es auch an Wochentagen schon mal das Lieblingsessen der Kinder. Wir singen Rouladen. Selbst gemacht? Ja, von Oma. Ich hatte Gehacktes geholt, weil das im Angebot war und der Wirsing war auch im Angebot. Und dann gibt's Wirsing-Rouladen. Gibt es denn Sachen, wo Sie persönlich jetzt sagen, im Augenblick dann zum Beispiel verzichte ich drauf, weil das nicht drin ist? Ja, ich würde schon ganz gerne zum Friseur gehen, aber das geht im Moment nicht. Was müsste gemacht werden? Farbe. Also Farbe und Schneiden, Waschen, Schneiden, Föhnen und Farbe. Frauke Salewski redet offen über die Finanzmisere der Familie. Sie hat nichts dagegen, dass Nachbarn oder Fernsehzuschauer die Lage kennen. Na, kann mir ja nicht peinlich sein, weil mein Mann eben halt dafür arbeiten geht. Das wäre ja noch schlimmer, wenn mir das jetzt peinlich sein würde, dass ich nicht einmal im Jahr im Urlaub fahren kann oder meinen Kindern jeden Monat ein paar neue Schuhe oder was kaufen kann, trotz dass mein Mann arbeiten geht. Also das fände ich dann schon enorm schlimm, wenn mir das dann peinlich sein würde. Wir versuchen unser Möglichstes, mit dem Geld auszukommen. Klappt mal gut, mal nicht gut, wie das so ist. Aber grundsätzlich ist mir das auf gar keinen Fall peinlich. Salewskis hoffen, dass ihre Kinder mal den Sprung in einen gewissen Wohlstand schaffen. Frauke Salewski stammt aus einem armen Elternhaus. Sie hat gelernt, scharf zu rechnen. Torben. 2 Stunden und 30 Minuten Sachunterricht gemacht. Und dann nur 20 Minuten Mathe. Frauke Salewski hat schon ein paar Mal neben dem Haushalt einen kleinen Job angenommen, war Kassiererin in einem Drogeriemarkt. Doch dann half sie monatelang mit, ihren sterbenskranken Vater zu pflegen. Und der Stress zu Hause mit 3 Kindern wurde einfach zu groß. Sie kündigte und die Familie musste wieder mit dem Lohn ihres Mannes zurechtkommen.
Ja, ist schon ganz schön heftig, wenn man ganzen Tag oder wenn der Mann ganzen Tag arbeiten geht und da trotzdem immer noch nichts bei rumkommt. Ist traurig. Sie machen Haus, Kinder, Küche, Keller. Ja. Sind Sie damit glücklich? Nee, eigentlich würde ich auch gerne arbeiten gehen, aber wenn die Jungs jetzt nächstes Jahr auf die weiterführenden Schule kommen, dann möchte ich auch wirklich gerne wieder arbeiten gehen. Und ich gucke jetzt auch schon mal so, dass ich sage so, ach ja klar, ich kann auch mal 2 Stunden putzen gehen irgendwo am Tag, da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Wird die Kasse ja möglicherweise ein bisschen auffüllen und entlasten? Ja, wäre ziemlich gut. Ja, das würde auf jeden Fall weiterhelfen. Dann kann man auch wirklich mal ein bisschen so im Voraus planen und nicht immer nur so von Monat zu Monat leben. Also man lebt wirklich so vom Ersten zum Ersten. Der Fußballverein ist für Salewskis wie ein zweites Zuhause. Treffpunkt nicht nur beim Training. Vater Jörg Salewski betreut am Feierabend eine Jugendmannschaft, ehrenamtlich. Dann hat er bereits 8 Stunden lang Alarmanlagen eingebaut. Ihr macht euch das Leben selbst schwer. Hört auf mit den Tricks da. Spiel einfach und deutlich. Eigentlich fühlt sich Jörg Salewski als Durchschnittsverdiener. Und doch bleiben ihm für 5 Personen pro Woche nur 250 Euro zum Leben. Das ist knapp. Für seine Kinder hofft er auf eine bessere Perspektive. Ich schätze mal, dass man heute ohne vernünftige Schulausbildung keinen vernünftigen Beruf kriegt. Und ich möchte eigentlich, sag ich mal, dass meine Kinder leichter Geld verdienen als ich. Was würden Sie über sich selber sagen? Haben Sie da Chancen verpasst? So im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mal auf meine Eltern hören sollen. Ich hatte damals einfach nur das gesehen gehabt, weil ich im Internat war. Meine Kollegen, die verdienen schon alle Geld, die kriegen mehr Taschengeld und das wollte ich auch haben und da habe ich meine Chance dann natürlich verpasst. Was hätten Sie anders machen können? Ich hätte mein Abitur machen können. Ja, und dann? Studieren vielleicht? Vielleicht. Wäre es vielleicht einfacher geworden. Trauen Sie denen im Nachhinein nach, den verpassten Chancen? Nee, ich sag mal so, ich habe so viel im Leben gemacht, wo ich sage, das hätte ich vielleicht anders machen können, aber nö. Das macht mir jetzt nichts mehr aus, weil es nutzt ja auch nichts mehr. Auch Marcel Quinting hat sein erstes Training im neuen Fußballverein. Da geht Mutter Susanne heute noch mal mit. Die Trikots für die Jugendmannschaft stellt der Verein. Aber die Schuhe müssen alle selber bezahlen. Eine Zusatzinvestition für Susanne Quinting. Es liegt mir nun mal am Herzen, dass mein Sohn es irgendwann mal besser hat. So, und ich möchte ihn halt in gewissen Dingen auch fördern. Das ist mir wichtig. Er kann hier auch Kontakte knüpfen. Es ist ein soziales Umfeld. Dadurch, dass ich es in meiner Kindheit ja auch nicht gerade leicht hatte und ich halt dementsprechend auch als Heimkind groß geworden bin, konnte ich natürlich mir selber auch nicht alle Wünsche erfüllen. So habe ich mir dann halt immer gedacht, also später, wenn ich mal Kinder habe, ich möchte nicht, dass mein Sohn in irgendeiner Art und Weise zurückstecken muss. Sicherlich gibt es viele Dinge, die ich nicht immer unbedingt kaufen kann oder es ihm ermöglichen kann, aber soweit es mir in meiner Macht steht, tue ich dafür alles. Und wenn ich halt dementsprechend dafür mich hinten anstellen muss, also dann kaufe ich mir lieber gar nichts, aber dafür dann lieber meinem Sohn was. Ne, das ist mir also immer sehr wichtig gewesen, dass mein Sohn halt, was das betrifft, nicht abseits von allen steht. Peter Pichnicek hatte den Vormittag frei, da hat er länger geschlafen. Jetzt bereitet er sich auf die Spätschicht vor, muss noch die Wäsche machen. Um 13 Uhr beginnt der Dienst. Das geht so, 8 Tage hintereinander, bis Ende August. Allem, was das jetzt begehrt. Das ist meine Küche.
Für mich allein reicht es voll und ganz. Das Einzige, was ich leider nicht habe, das ist ein Backofen, aber da muss ich mal gucken, dass ich irgendwo mal einen herkriege. Er sagt selbst, dass sein Lebensstil ein wenig provisorisch wirkt. Ja. Sie rauchen? Manche Leute sagen, wenn er knapp bei Kasse ist, soll er doch da das Geld sparen. Also ich sage jetzt mal, was dürfen wir uns denn überhaupt noch erlauben? Mal so gesehen. Ich sage jetzt mal irgendwo, klar, das ist ein Laster, streite ich auch überhaupt nicht ab. Aber ich sage jetzt mal, irgendwas möchte ich mir doch noch ein bisschen an Kleinigkeiten erlauben dürfen. Und ich denke mal, das wird ja wohl noch in irgendeiner Form noch erlaubt sein. Deswegen, ich verstehe da einige andere, ne, die können sich vielleicht, sage ich jetzt mal, die holen sich vielleicht in der Woche 2-3 Kästen Bier. Das mache ich schon mal überhaupt nicht. Wenn ich mir überhaupt mal eine Flasche Bier hole, dann kommt das vielleicht einmal im Monat vor. Also dann darf ich ja wenigstens noch rauchen. Mit seinem Verdienst als Sicherheitsfachkraft